Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Heute zum Thema Leiharbeitnehmerüberlassung, aber wie lange? WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Ja, mein Name ist Arne Schrein, Rechtsanwalt aus München und mir gegenüber Maja Lukacs, ebenfalls Rechtsanwältin aus München. Hallo Maja, servus. Hallo lieber Arne. Ja, wir beackern hier mal ein Thema und zwar natürlich ein BAG-Urteil und zwar ziemlich aktuell. Jetzt muss ich nur mal kurz meine Brille aufsetzen. So, 14. September 2022 und ich weiß, hier hören ja auch sehr Interessierte zu, also auch das Aktenzeichen 4AZR 83 aus 21. So, und worum ging es da eigentlich? Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wurde ja vor ein paar Jahren auch mal wieder reformiert und da hat der Gesetzgeber auch eine grundsätzliche Höchstüberlassungsdauer geregelt und die war und ist 18 Monate, aber dabei muss es ja nicht bleiben, oder Maja, mit diesen 18 Monaten? Ja, stimmt, Anne. 18 Monate sieht der Gesetzgeber ja als maximale Grenze der Arbeitnehmerüberlassung vor und laut Tarifvertrag, das hat der BAG ja jetzt so entschieden in der Entscheidung, die du zitiert hast, kann das ja sogar erhöht werden und die Erhöhung, Arne, wir haben uns im Vorfeld schon besprochen dazu, die ist ja nicht ganz unbeachtlich. Nee, ja? Nee, wirklich. Also erstmal, dass es überhaupt zulässig ist und wie es Maja sagte, weil im AÜG gibt es eine Vorschrift, die sagt, dass Tarifverträge von dieser eigentlichen Dauer von 18 Monaten auch abweichend was regeln können. Also sie dürfen es machen. Sie dürfen, genau. Aber steht ja, Arne, steht da drinnen, wie lange sie das dürfen? Nee, das eben nicht. Das genau, eben nicht. Das war das Problem das ist, immer. Genau, ja. jetzt haben sich die TV-Partner, also die Tarifvertragspartner auch gedacht, naja, wir dürfen es anders regeln, drin steht nichts, wir nehmen jetzt mal so spontan, zack, 48 Monate. Ja, so war der Fall. 48 Monate stand im Tarifvertrag, im Gesetz eigentlich 18. Und jetzt war die Frage, ist das jetzt noch zulässig von den Tarifvertragspartnern geregelt worden oder sind die da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Weil ich meine, 18 Monate, 1,5 und 48 mal gleich 4 Jahre, das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied, ja. Würde ich sagen. Also ja. es ist jetzt lang, also es ist 48 Monate Arbeitgeber. So lange bleiben ja manche gar nicht beim Arbeitgeber irgendwo. Also die wechseln ja schon vorher. Ja, also, aber es ist wirklich lang. Und jetzt ist die Frage, weil das, was wir hier besprechen, das habt ihr ja auch unter anderem in den Seminaren Betriebsverfassung Teil 2 oder Arbeitsrecht Teil 1, da kommt man ja zu dem Punkt auch mal hin, weil wenn Leiharbeiter bei euch sind, wir machen es ja noch ein bisschen detaillierter, ist es aber auch kollektivrechtlich eine Einstellung nach 99 der Betriebsverfassung. Da soll man schon wissen als Betriebsrat, wie lange geht es jetzt eigentlich maximal, wie lange nicht. Und jetzt waren diese 48 Monate. Ja, und jetzt die Frage, was hat das BAG in der Entscheidung gesagt? Geht's oder geht's nicht? Und magst du es auflösen oder? Nee, der Arne soll es auflösen. Der Arne soll es auflösen. Ich löse es auf und BAG sagte, das passt schon. Das geht in Ordnung. Die Tarifpartner sind nicht über das zulässige Maß hinausgeschossen. Und da fragt man sich, wieso eigentlich? Also das Gesetz sagt 18, TV sagt 48. Das klingt doch schon sehr, sehr viel. Naja, jetzt ich habe mir jetzt die Urteilsbegründung noch nicht angeguckt. Ich glaube, es ist auch noch gar nicht da. Aber wenn man das Bundesarbeitsgericht mal so ein bisschen immer regelmäßig beobachtet, was ich tue, da ist immer so, wenn das Gesetz irgendwie eine grundsätzliche Maximalzahl vorgibt, aber die Möglichkeit gibt, dass man davon abweichen kann, was ja nicht immer geht, aber wenn, dann arbeiten die BAG-Richter ganz oft so mit dieser Mal-3-Regel. Wirklich, genau. Das ist ganz, ganz oft, ganz, ganz oft. Und wenn man jetzt hier guckt, 18 sagt das Gesetz, ja, und das jetzt eben mal 3, dann wären wir bei 54 Monaten. Und deswegen, das haben sie jetzt nicht gesagt, also ich habe es auch nicht so gelesen, aber damit ist 48 noch in diesem gerade mal 3 so drin. Und es mag die aber vielleicht auch irgendwie geleitet haben, dass das dann noch nicht eine übertriebene Verlängerung ist. Und von daher sollte man wissen, also bis zu dieser Grenze, zumindest jetzt mal festgelegt, 48 geht's, vielleicht geht es sogar noch ein bisschen mehr. Wenn es über die 54 mal hinaus ginge und das wäre mal beim BAG, da hätte ich so ein bisschen meine Zweifel, ob die das dann auch noch durchwinken. Aber von daher war es nicht so erstaunlich, auch wenn es einmal anfangen erstaunt. Naja. Richtig, also 48 statt 18 finde ich jetzt schon einen beachtlichen Unterschied. Ja. Aber wie gesagt, mal 3, da ist ja das Bundesarbeitsgericht auch gerne dabei. Ja. Und Arne, du hast gesagt, kollektivrechtlich ist es ja auch spannend. Oder warum müssen Sie oder ihr, liebe Betriebsräte, das denn wissen? Einstellung, ja. Einstellung denkt man ja immer so, wenn man Einstellung hört, es muss ein Arbeitsvertrag geschlossen sein zwischen Betrieb, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und bei der Leiharbeit ist das ja gerade nicht der Fall.
Genau, und das höre ich auch immer wieder oft. Auch Arbeitgeber sagen, hey, natürlich ist keine Einstellung, ich habe keinen Vertrag, nee, darauf kommt es gar nicht an. Im kollektiven Recht geht es eher darum, dass Einstellung bedeutet die Zuweisung einer Tätigkeit in weisungsabhängiger Stellung. Der Vertragsschluss ist erstmal egal. Und das macht ja auch der Leiharbeiter. Der bringt ja bei dir jetzt als BR, also dein Arbeitgeber ist der Endleiher und Verleiher ist halt die Verleihfirma, der bringt ja da jetzt, wie wir gesehen haben, bis auch über 40 Monate weit hinaus, weisungsgebundene Tätigkeit. Nur sein Arbeitsvertrag hat er mit dem Verleiher und nicht mit deinem Arbeitgeber, das ist aber egal. Und mit dieser Argumentation wird man schon hinbekommen, aber es geht noch besser, weil wenn ihr Leiharbeiter habt und der Arbeitgeber das je bestreitet, dass der BR mit an Bord ist mit 99, würde ich euch empfehlen, vielleicht sich eine Norm noch dazu notieren zu können, nämlich § 14 Absatz 3 des AÜGs. Im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, denn da steht das ausdrücklich mit drin, dass bevor ein Leiharbeitnehmer, Entschuldigung, überlassen wird, ist der BR des Endleiherbetriebes, nämlich nach 99 der Betriebsverfassung zu beteiligen. Steht ausdrücklich sogar genau im Gesetz, muss man gar nicht groß reden, aber selbst mit dieser Definition Erbringung weisungsgebundener Tätigkeit kommt man schon hin, also es ist eine Einstellung. Und wenn der Leiharbeiter länger bleiben soll, dann eben ist es auch eine Einstellung. Richtig, es ist eine betriebliche Eingliederung, absolut genau. Richtig und wieder eine Einstellung. Und dann, Anne, könnte der Betriebsrat oder ihm würden ja sogar Ablehnungsgründe in die Hand gespielt werden vom Arbeitgeber, wenn er jetzt über diese Höchstgrenzen hinausgeht, oder? Ja, also ich würde sagen, jetzt angenommen, du hast einen Leiharbeitnehmer und zwar ununterbrochen auf einer ähnlichen Stelle und der Arbeitgeber die Idee, der soll jetzt von der 48. Monat bis zum 60. da bleiben. Und das legt er euch jetzt vor. Da würde ich dann auch mal unabhängig der gesetzlichen Vorschriften, aber da würde ich einfach mal ein Nein reinhängen. Ja, also ein Veto nach 99 Absatz 2 Nummer 1. Richtig, das könnte jetzt gegen das AÜG verstoßen. Genau, gegen ein Gesetz. Ja, weil wir jetzt noch nicht wissen, wie weit es wirklich hochgeht, aber die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch ist, dass jetzt über dieses Mal 3 wahrscheinlich auch das BRG das immer nicht mehr durchwinkt. Und unabhängig davon, du könntest ja auch vorher schon mal vielleicht Nein sagen, wenn du wolltest. Denn man will ja auch nicht, dass die Leiharbeiter, wenn es jetzt so Dauerbedarf ist, die Stammbelegschaft vielleicht so peu à peu rausdrängt. Also ich denke mal, Absatz 2 Nummer 3, darüber könnte man auch mal nachdenken, auch wenn es vor dieser Grenze ist, dieser maximalen. Die Leiharbeit ist nicht per se unsinnig, das kann schon alles Sinn machen für Spitzen. Aber wenn die so lange da sind, bei einer ähnlichen Stelle, lohnt sich vielleicht schon mal auch mal eine Teilzeitstelle als Festanstellung und nicht immer nur die Leiharbeit. Aber das ist dann euch überlassen. Aber das sind diese zwei Punkte, 99 und dann eben jetzt hier dieses spezielle BRG-Urteil. Und damit denke ich mal, ist das aktuelle Sommer abgefrühstückt, würde ich sagen. Also, denke ich auch. Ja. Also wie ihr wisst, was die Seminare dazu angeht, wo man das vielleicht noch vertiefter bespricht, also Betriebsverfassung Teil 2 und Arbeitsrecht 1, da halten sich diese Thematiken oder Themen eben wie 99 und AÜG auf. Und ansonsten, viel Spaß und Glück und Erfolg bei der Betriebsratsarbeit. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao. Auf Wiedersehen.